Wir wünschen allen viel Spaß bei trockenem Nachmittag und Abend. Das Fest ist eröffnet. Langensee selbst ist ein Dorf mit einer sehr, sehr wechselvollen, sehr langen Geschichte. Wenn über Geschichte berichtet wurde, wurde in Büchern berichtet, wurde in Geschichten berichtet. Hier haben wir die Möglichkeit, die Leute live darzustellen. Aber ich glaube, das Projekt, was wir vorhaben, ist in dieser Art erstmal einzigartig für so ein Dorfleben. Es dokumentiert live. Die Menschen berichten über sich selber, sie stellen sich dar, sie erzählen von früher. Wir haben heute technisch die Möglichkeit, diese lebendigen Erzählungen aufzuzeichnen und aufzubewahren. Die können wir für unsere Nachkommen aufbewahren. Und das, was die Menschen hier im Dorf erzählen, ergibt dann eine große bunte Collage, ein Geschichtsbild von ganz besonderer Qualität. Und das möchten wir mit dem Medienprojekt Blankensee schaffen.